Und jetzt bei der Legierung 3, bei der Legierung 3 möchte ich Sie bitten, Ihren Legierungszustandspunkt innerhalb die Eutiktikale zu setzen. Ja? Alle, wir machen jetzt nur die Legierung auf der linken Seite des Eutektikums. Analog sind die auf der rechten Seite, was die Abkühlkurven angeht, genauso zu behandeln. Nur, dass nicht der Alpha-Mischkristall als Primärkristallisat ausfällt, sondern tatsächlich der Beta-Mischkristall. Also ich denke, das sieht man dann einfach auch. Okay, ich habe meine Legierung 3. Und kühle meine Legierung 3 ab, bis ich auf die Liquiduslinie treffe. Bei T1. Bis dahin ist alles einphasig flüssig. Wenn ich auf die Liquiduslinie treffe, beginnt mein Primärkristallisat auszuscheiden, und zwar entlang der Konode. Ich kühle immer weiter ab und kann zu jeder Temperatur meine Konoden ziehen. Und mir Gedanken jeweils zum Gehalt meines Mischkristalls machen und zum Gehalt meiner korrespondierenden Schmelze machen, indem ich die Zusammensetzung direkt hier unten ablese. Beispielsweise hat hier dieses Kristallisat zur Temperatur, kurz oberhalb der eutektischen Temperatur, noch eine Zusammensetzung von ungefähr 80% A. Genauso kann ich die Flüssigkeit ablesen, die ungefähr die eutektische Zusammensetzung beinahe hat. Ich weiß, ich befinde mich in einem Zwei-Phasen-Gebiet. Hier habe ich meine Schmelze. Im Zwei-Phasen-Gebiet geht meine Schmelze über in den Mischkristall. Und jetzt treffe ich auf einmal fast ins Eutektikum hinein. Na, das ist halt nicht rot malen, sondern wir bleiben bei grün. Ich hatte immer A-grün gemalt, ja? Diese Körner wachsen natürlich im Laufe der Abkühlung. Meine Legierung verändert sich, und zwar die Restschmelze entlang der Liquiduslinie und mein Mischkristall entlang der Soliduslinie, bis ich mit meinem Abkühlvorgang in der eutektischen Temperatur lande. Was passiert da? Schlagartig habe ich eine Umwandlung der Schmelze in den Alpha plus Beta Mischkristall und bekomme hier wieder einen Haltepunkt. Ich habe also eine eutektische Reaktion. Und wie sieht das jetzt im Gefüge aus? Sie haben den Alpha-Mischkristall und der ist ja schon da. Da können Sie nichts dagegen machen. Den gibt es.
Diese Körner sind da. Und das, was jetzt hier im Augenblick noch weiß ist, ist ja die Schmelze. An dieser Temperatur hat meine Schmelze die eutektische Zusammensetzung. Analog der Legierung 2 erstarrt jetzt diese Restschmelze mit der eutektischen Zusammensetzung genau in diesem eutektischen Gefüge, wie das bei der Legierung 2 der Fall war. Das heißt, um dieses Primärkristallisat Alpha bekomme ich eine eutektische Matrix. Also Sie haben quasi ein Gefüge, das aus Alpha-Primärkristallisat in einer eutektischen Matrix besteht. Wo schauen wir das hin? Das ist also mein Gefüge. Wenn ich jetzt noch weiter abkühle, an dieser Stelle hier, nicht hier, das ist natürlich nicht richtig, an dieser Stelle hier, dann kann ich auch hier wieder die Konoden ziehen zwischen den Entmischungslinien. Und ich sehe, dass sich meine Mischkristalle noch einmal ändern. Das heißt, meine Abkühlkurve hat einen leicht schrägen Verlauf. Und das hier einfach nochmal weiterziehen. Und was passiert hier? Hier bin ich mit meiner Legierungszusammensetzung auf der linken Seite, also auf der A-reichen Seite vom Eutektikum. Das heißt, in diesem Fall geht auf einmal mein Alpha-Mischkristall in Beta-Mischkristall über. Es geht also immer bei den Festkörperreaktionen unterhalb der Eutektikale, geht immer der Mischkristall in den anderen über, der auf der Seite vom Eutektikum liegt, auf der meine Legierungszusammensetzung ist. Das heißt, hier ist die Reaktion Alpha geht über in Beta. Und wie sieht das im Gefüge aus? Ich habe wieder mein Primär-Alpha. In meiner eutektischen Matrix.
So, und was glauben Sie, wohin wird denn jetzt dieses Beta wandern, das sich bildet? Das wird ja aus dem Eutektikum irgendwo hingedrückt. Und wo findet sich das wieder? Außen an den Korngrenzen der Alpha-Primärkörner. Alpha. Und das hier nennt man Korngrenzenbeta. Ja? Wo haben wir jetzt nochmal den Übergang von Alpha zu Beta? Alles, was unterhalb der Eutektikalen an Reaktionen passiert. Das heißt, wenn Sie, ich stelle mich hier hin, damit Sie es sehen können, wenn meine Legierungszusammensetzung hier im Eutektikum oder an der eutektischen Temperatur angekommen ist, dann bin ich ja unweigerlich wieder in einem Zwei-Phasen-Gebiet. Das heißt, Sie wissen, zwei korrespondierende Phasen, die sich mit der Konode im verbunden im Gleichgewicht stehen, spalten sich also auf. Das heißt, der Alpha-Mischkristall auf der Seite und der Beta-Mischkristall auf der Seite. Und Sie sehen diese Mischungslinien, die nicht gerade runtergehen. Würden die gerade runtergehen, würde nichts passieren. Da würden die Gehalte gleich bleiben. Jetzt ist es, dass hier, Sie sehen, dass hier auf einmal der A-Gehalt weniger wird. Das heißt, das muss irgendwo hingehen. Und der A, die A-Atome, die hier aus dem Mischkristall rauswandern, die werden in den Beta-Mischkristall eingelagert. Der wird nämlich A-reicher. Ja? Das ist also tatsächlich hier einfach der Fall, dass da die entsprechenden Umlagerungen nochmal passieren. Und zwar kann man sich das merken, die Komponente lagert sich in die andere um, an deren Seite vom Eutektikum Sie mit der Legierungszusammensetzung sitzen. Also hier auf der Seite würde Beta in Alpha übergehen. Ja? Diese Reaktion sieht man nicht immer im Gefüge, aber wir sehen das beim Eisenkohlenstoffdiagramm sicherlich das eine oder andere Mal und im nächsten Semester gucken wir uns das dann auch hoffentlich im Labor an. Legierungen zeigen nur dann ein eutektisches Gefüge, wenn ihre Zusammensetzung innerhalb der Eutektikalen liegt, ansonsten nicht. Darf ich das Gefüge hier einmal wegnehmen an der Stelle? Also nur Legierungen, deren Zusammensetzung innerhalb der Eutektikalen liegt, zeigt ein eutektisches Gefüge. Würde ich gerne noch mal das Gefüge ergänzen, was wir hier haben. Für Legierung 3. Wir haben also primäres Alpha in einer eutektischen Matrix. Umgeben von Korngrenzenbeta.
Je nachdem, wo Sie sich mit Ihrer Legierungszusammensetzung befinden, bekommen Sie tatsächlich Alpha-Mischkristall, Alpha- und Beta-Mischkristall, die eutektische Zusammensetzung und manchmal nur Eutektikum. Wir haben ein Gefüge noch nicht behandelt. Das ist das Gefüge, das durch den Alpha-Mischkristall hindurchgeht und dann auf die Entmischungslinie trifft. Jetzt habe ich keine Farbe mehr übrig, aber L4 ist ganz simpel. Wir kühlen die Legierung 4 ab. Bis sie auf die Liquiduslinie treffen. Der Primärmischkristall fällt aus. Bis sie auf die Soliduslinie treffen. Der Mischkristall verändert sich entlang der Soliduslinie. Die Schmelze entlang der Liquiduslinie. Das kennen Sie alle schon. Schmelze. Dann wieder mein Alpha nehmen. Körner richtig groß sind und das hier nicht mehr richtig an die Tafel passt, das macht aber nichts. Meine Schmelze geht hier über in Alpha. Wenn ich hier bei der Temperatur T2 bin, ist mein Erstarrungsvorgang abgeschlossen und meine Legierungszusammensetzung ändert sich erstmal nicht mehr. Bis ich auf die Entmischungslinie treffe. Entmischungslinie. Sagen Sie mal, darf ich das einfach nochmal neu anmalen? Man kann ja jetzt hier überhaupt nichts mehr erkennen.